Das Zeug habe ich nur für die nächste Bestellung schon mal fertig gemacht. So, welche davon ist der Mond? Du bist nicht der Mond. Du bist der Mond. Schicken wir mal den Mond etwas schneller. Damit wir hier schon mal den ganzen Blödsinn drumherum arretieren können. Verdammt. So, sieht das doch schon mal interessant aus. Ja, sagen wir einfach, es sieht interessant aus. Tiefgründig und interessant zugleich. So, wie lange brauchst du noch? 22 Sekunden. Ihr seid eh für die nächste Bestellung vorgesehen. Für irgendwelchen männlichen Kram. Oder ähnliches komisches Zeug, was wir dann noch erreichen wollen. 14 Sekunden nur noch verbleibend. Ja, freut ihr euch schon? Ihr werdet gleich abgefackelt. Es sieht so toll aus. Und da haben wir sie. Orchestrale Kombo. War jetzt zwar nicht Mondscheinsonate, ja. Tun wir noch mehr? Ich glaube, ich habe das Problem der männlichen Kombo jetzt auch verstanden. Warum die nicht hinhaut? Weil die Sachen unterschiedlich schnell verbrennen bzw. explodieren und die müssen alle gleichzeitig an sein. Egal. Wir haben 46 Kombos jetzt. Wir können uns endlich den letzten Katalog holen, denn wir können E-Mail. Die Kommunikation von morgen? Schon heute. Verdammt, wir müssen erstmal kurz warten. Weil. Ja, komm. Mach mal an hier. So. Da schmelzt das ganze Zeug weg und jetzt haben wir auch genug Kleingeld. So, E-Mail. Die Kommunikation von morgen? Schon heute. Laserpointer immer Richtung Zerstörung zeigen. Musiknoten. Mit genug von diesen könntest du eine Symphonie komponieren. Brennender Globus. Es brennt nicht wirklich. Es ist alles nur in deinem Kopf. Spitzhackenrakete hebt für neue Abenteuer. Stylische Sonnenbrille für den modebewussten Herumtreiber. Geld braucht man nicht. Ja, mein Mond sieht nicht mehr allzu heil aus, ne? Achso, ist sogar schon ganz kaputt. So, dann haben wir dich. Wir haben E-Mails. Mit Special Effects sogar mit dabei. Oh, Punkt, Punkt, Punkt. Hallo? Ist da wer? Ja, ich bin hier. Hallo, na? Nein, 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 nein. Ich hab's gar nicht. Egal. Ein D. Ein A. Ein G. Duck. Ja, komm her, gib mir noch die stylische Sonnenbrille dazu. Mensch, ist genau. What the fuck? Ich glaube, das wurde gerade alles so ein bisschen groß. So ein bisschen extrem groß. Wie viele E-Mails sind da bitte rausgekommen? Egal. Computerwurm, er hat sich aus einer einzigen Zeile Code entwickelt. Nostalgisches Radio spielt Easy Listening, wonach du dich sehnst. Rundergötze, es ist Zeit aufzuwachen. Miniatur Pluto, greife zu, bevor er wieder ein Planet wird. Billig. Transhumanisten-Actionfigur, nachdem er nun mehr Maschine als Mensch ist, ist er endlich bereit, sich zu verbinden. Bahnübergang. Ding, ding, ding. Etwas kommt aus dieser Richtung, aber die Strecke ist schon seit Jahren geschlossen. Mama und Papa-Bots. Erhält ein Mama-Bot und ein Papa-Bot, so wie es die Natur vorgesehen hat. Ja, so wie es die Natur vorgesehen hat. Wollen die damit etwa andeuten, dass... Das klingt so ein bisschen homophob. Oder biophob. Oder lesbophob. Gibt es lesbophob? Oder zählt das dann auch zu homophob?
Ey, auch für Feiertage stelle ich mir immer die merkwürdigsten Fragen, habe ich das Gefühl. So, da haben wir unseren Computer wohl. Warum geht da. Warum geht der kaputt? Egal. Unser Radio. Ach du Scheiße. Ja, damit kriege ich doch gar nichts mehr angezündet. Es ist so hell. Es schmerzt meine Augen zu öffnen. Geht die Sonne auf oder unter? Ich habe sie lange angestarrt, aber ich konnte es nicht erkennen. Aufgehen oder untergehen? Ich sage aufgehen. Es schmerzt in meinen Augen. Würdest du mir bitte eine Sonnenbrille schicken? Ja, die habe ich eben gerade verbrannt und muss. Das dauert noch ein bisschen, bis ich mir die nächste leisten kann. Kriegst aber gleich eine Sonnenbrille. Kein Problem. Mach mal, Chrisse. Erstmal möchte ich eigentlich ganz gerne Pluto loswerden. Ja, mir gehen nämlich die ganzen Sachen hier kaputt. Toll. Toll. Hey, bestell dir doch Pluto. Warum auch nicht? Geil, wir verbrennen jetzt erstmal Pluto. So. Der war bereit, sich zu verbinden, bis er eingefroren ist. Oh, genial, ey. Was soll denn der Blödsinn hier mit dem ganzen Eis? Zu viel Eis. Eis, Eis, Baby, mystisch. Was haben wir noch? Südpol, es war schon dort, bevor es cool war. Er war schon dort, bevor es cool war. Dekomarienkäfer, sie war eigentlich schon immer mehr eine fleißige Biene. Die Klonfabrik, das Geheimnis ist, den menschlichen Geist zu duplizieren, der Moment vor dem Verstand mit Gewalt injiziert wird. Wissenschaft des Kreationismus. Ungläubige wurden vom Rand der Welt gestoßen. Okay, du bist die Sonnenbrille, schick mal schneller zu. So, bitteschön, deine Sonnenbrille. Die Nachricht ist schon mal raus. Haben wir noch ein bisschen Geld? Schade. Okay, alles was mit Internet zu tun hat, wird gleich mal zusammengeschmissen. Ich denke mal, da kriegen wir dann auch noch ein paar Sachen aus. Lesezirkel. Die Spamwolke, Online-Piraterie. Es ist ein Zeichen. Sonnenblume. Minimilstraße. Oh, Minimilstraße weiß ich schon. Zukunft ist so hell-Kombo. Ah, wir kriegen wieder Post. Es ist schon wieder soweit. Es ist Postzeit. Welch stylische Sonnenbrille. Ja. Es scheint mir, als hätte ich sie vor langer Zeit bestellt. Ich dachte schon, du hättest sie vergessen. Psst. Ich wusste, du würdest sie nie vergessen. Deine Lieblingsnachbarin. Du siehst so ein bisschen verkokelt aus. Ich bin zurück. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Und was? Und warum sagst du es mir nicht? Was eine Trussnelda. Anstatt dass es mir einfach sagt. Anstatt dass sie es mir sagt. Nein. Stattdessen sagt sie es mir nicht. Lass mich raten. Du frierst auch wieder alles ein. Oh nein. Na, etwas, was nicht alles einfriert. Oh, du bist praktisch. Du generierst Geld. Dich benutzen wir öfter. Du bist toll. Du darfst brennen. Jetzt schneit es auch noch. Ich werd wahnsinnig. Ja, und alles ist eingefroren. Na, genial. Genial daneben. Hauptsache, es hat geschneit. Es gab ein großes Feuer. Es war so hell, ich konnte meine Augen nicht öffnen. Es war so, als ob Millionen von winzigen Leuchtkäfern um mich herumschwirren würden. Ich zerfiel in Milliarden von Teile und flog davon. Flog raus, raus aus dem Kamin hinaus. Raus, raus, raus. So wie alles andere. Und ich kam zurück, um dich mitzunehmen. Später, Baby, okay? Später. Erstmal muss ich mir jetzt hier die Internetcloud holen. Speicherort aller menschlichen Hoffnungen und Erkenntnisse. Jetzt fast nur mit Katzenfotos und Einsamkeit belegt. Dann brauchen wir noch den Computerwurm. Was hat denn hier noch mit. Nö, das war eigentlich alles, was mit Internet zu tun hatte. Gut.
Gut, es friert nicht ein. Es friert nicht ein. Es ist sehr schön. So, die Duplikationsfabrik. Bin hier mal echt gespannt. Was warst du hier nochmal? Kann ich das hier einfach hier reinschmeißen? Oder von der Seite rein? Nein? Okay. E-Mails? Noch 2 Minuten. Noch 20 Sekunden. Erinnerst du dich? Brennende Holzscheite und Roboter. Und Würste und winzige Galaxien. Und Batterien und schreiende Käfer. Ein explodierendes Sonnensystem. Wir haben sie über Tage und Stunden hinweg ins Feuer geworfen. Aber sie sind nicht wichtig. Sie wurden dafür gedacht, nicht wichtig zu sein. Little Inferno Entertainment File Placement war dafür gedacht, nicht wichtig zu sein. Es ist Zeit. Es ist Zeit, dein Haus niederzubrennen. What? Nein! Das kannst du mal getrost lassen, Kleine. Dann denk nicht mal dran. Denk nicht mal dran. Das kannst du dir aber sowas von knicken. Das wird nicht passieren. Warum regnet es denn jetzt? Was soll denn der Mist? Warum regnet es? Das macht meine ganzen Bemühungen doch kaputt. Warum hat es denn jetzt geregnet, bitte? Oh, da werden ja wirklich kleine Menschen produziert, die alle freiwillig in den Tod rennen. Warum rennen die alle freiwillig in den Tod? Seid ihr doof? Na gut, ihr werdet produziert. Diesen Weg entlang verlässt dich nicht auf öffentliche Schwerkraft. Du kannst jetzt deine eigene kaufen. Und Miniatursonne. Oh, sie ist zu hell. Aber geht sie auf oder geht sie unter? Oh, die war teuer. Die war richtig teuer. Wir brauchen noch unser Mond. Wir machen jetzt das Sonnensystem. Wir machen jetzt das Sonnensystem. Habe ich so entschieden. Die Sonne bewahren wir uns auf. Den Expressversand werden wir direkt killen. Und mit dem Sonnensystem erledigen wir dann hier das alles. Zukunft ist so hell, Kombo. Ah, so viele Sachen, die ich noch nicht habe, ey. Die ich gerne hätte. Wo ich aber eben gerade partout nicht drauf komme. Weil ich nehme ja eben gerade auch ohne Pause auf. Also nur mit der einen ganz kurzen Nachguckpause, die ich dazwischen hatte. Die mir hoffentlich auch gestattet ist. Ach, weißt du was, komm. Eigentlich können wir auch ein bisschen was Teureres nehmen. So. Hauptsache, das Zeug ist schnell genug da und wir verdienen wieder ein bisschen Kleingeld, weil wir für das gesamte Sonnensystem zum Kaufen mit Pluto und allem drum und dran, das kostet ein bisschen was. Das kostet ein klitzekleines bisschen. Wobei ich schon interessant finde, dass wir immer Plus machen mit dem Zeug. Fernseher haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Hier. Futsch. Spinnenverbrennungsanlage. Wie sie aber auch rumhüpfen, ich finde das klasse. Ich finde das toll. Auch wenn man das nicht macht, liebe Kinderlein. Wenn ihr das seht, macht es nicht nach. Macht es nur im Spiel. Im Spiel ist das okay. In der Wirklichkeit ist das wieder was anderes. Noch ein Fernseher. Die ganzen teuren Sachen hier bestellen. Kommt der Fernseher auch heute nochmal an? Wir brauchen ein bisschen Geld. Anderthalb Minuten. Ich glaube, wenn du auf 30 gehst, dann sag ich doch. Kostest du nur eine Briefmarke. So, der endlose Verbrennungskreislauf läuft mal wieder vor sich hin. Damit können wir doch den zweiten Planeten schon mal bestellen, ne? Den Mond. Als drittes hatten wir die winzige Galaxie. Müssen wir noch holen. Und natürlich den kleinen Pluto. Der auch nicht allzu billig ist.
Warum kostet das ganze Zeug eben gerade so viel? Mann, warum habe ich kein Geld? Achso, wegen der Sonne. Ja, die Sonne zu kaufen, das war teuer. Das war extremst teuer. Ja, komm, schick mir mal das Schild hier zu. Achso, das beeinträchtigt wirklich die Schwerkraft. Das ist ja cool. Das ist richtig cool. Dass du die Schwerkraft beeinflusst. So, 77 Merke haben wir gerade. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, sieh mal einer, schau. Schon sind es wieder mehr. So, den Mini-Pluto hätte ich gerne bestellt. Ja, bitte. Was war das noch, was ich bestellen wollte? Den Mond habe ich mir schon geholt. Die Sonne habe ich mir geholt. Den Merkur habe ich mir geholt. 600, ey, what the fuck. Wir haben die Sonne, wir haben den Mond, wir haben dich. Genau, die Mini-Galaxie wollte ich mir noch holen. Wo waren sie denn? Da waren sie. So, dann haben wir definitiv, denke ich mal, alles, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Galaxien zu tun hat. Oder ähnlichem. Was können wir hier noch Schönes machen? Ach genau, du bringst uns ja auch immer zusätzliches Geld ein. Ich nehme mal gerne mit. Ach, jetzt funktioniert das doch nicht mehr. Das Teil ist abgebrannt. Verdammt. Es ist zu sehr abgebrannt. Und wir haben auch noch nicht mal ein schönes Feuer schon gerade an. Wir haben einfach gar nichts. Das ist doof. Egal, unsere Planeten sind gleich da. Wir fangen mit der Sonne an. Ha. Noch 10 Sekunden. Noch 10 lange wartende Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Frohes Neues! Wünsche ich euch dann später. Mini-Milchstraßen, kaboom! Die Sonne ist geil. Die Sonne ist mal richtig geil. Es ist Zeit zu gehen. Erinnerst du dich? Einige Dinge sind spezieller als andere. Es gibt 4 Gegenstände. Erstens, zweitens, drittens, 4! Sie haben etwas Besonderes an sich. Erinnerst du dich? Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Oh nein! Ich weiß ganz genau, was du von mir willst. Ich weiß es ganz, ganz, ganz genau. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Eine Sonnenbrille war es auf jeden Fall. Was wollte die Kleine denn noch von mir haben? Was wollte sie denn noch alles haben? Wir haben ihr so viel geschickt. Ein Foto? Genau, Glühwürmchen wollte sie haben. Was wollte sie noch? Was wollte sie noch? Was habe ich dir denn noch geschickt, der Nuss? Oh man! Was wollte die denn noch haben? Ich weiß es gerade nicht. Ah! Jetzt kriegen wir einen Tipp. Oh! Die Bombe ist, nicht die Bombe, die Sonne ist explodiert. So, ein bisschen Kleingeld nochmal besorgen. Erstens, 2, 3, 4. Du hast sie mir bereits einmal gegeben. Du hast mir jeden Gegenstand geschickt. Ich musste mich nicht einmal umdrehen. Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Gib mir nochmal einen verdammten Hinweis, was ich dir geschickt habe. Weil ich fange jetzt das Spiel bestimmt nicht nochmal neu an, nur um dir... Um rauszufinden, was ich dir nochmal geschickt habe, Alter. Oh, was wollte die denn alles haben? Marshmallow? Würfel? Was zu essen? Genau! Spielzeugkammerjäger wollte sie auch haben. Damit haben wir 3 Sachen. Gut.
Was wollte sie noch? Wollte sie ein Herz? Habe ich ihr ein Herz geschickt? Oder im Mond? Nee. Es war der Kammerjäger. Es war ein Wecker. Nee, Magnet wollte sie haben. Genau, Magnet wollte sie haben. Waren das die vier Sachen? Ich versuch's einfach. Verbrenne sie zusammen, ey. Ja, danke schön, Glühwürmchen. Ich hab euch auch lieb, ey. Immer dieser Mist mit den Glühwürmchen. Wohin? What? What? Wait, wait, what? Seit wann kann man die da oben draufsetzen? Das sieht stylisch aus. Ja! Das waren die richtigen Sachen. Ha! Ich hab doch aufgepasst. Error, ja. Was genau passiert jetzt?